Anni, warum schießt du denn den Ball so weit drüber? Willst du einen neuen Planet im Sonnensystem gründen, oder was? Raus aus dem System ist auch der FC Bayern, ne? Champions League aus. Mein Ferdinand war letztens in der Apotheke, sagt zum Apotheker, kennen Sie die Hauptstadt von Frankreich? Da hätte ich davon gerne 5 Einwohner. Mein Andi, was willst du denn mit 5 Londonern? Ja klar, ohne Lewandowski ist es schwierig, Champions League, aber es ist auch dieser ganze interne Stress da in Bayern. Was haben der FC Bayern und eine Fahrradreparatur gemeinsam? Das Flickzeug nervt. Und ich glaube am Ende, der Brazzo haut ab. Und dann bin ich mal gespannt. Matthäus, ne, der Lotte hat ja gesagt, dem Nagelsmann kommt nochmal. Dann ist Gott. Christian, zieh bitte nicht nochmal mit dem Ball ab. Wenn du schießen willst, ne, dann füll deine Wasserpistole mit Wurstwasser und jag Veganer. Kleines Rätsel, was ist das hier? Es ist das Trainerkarussell. Beim ersten FC Köln setzen sie jetzt auf die Zukunft. Ne? Friedhelm Funkel. Im Rhein-Energiestadion, ne, haben sie jetzt die Internetleitung gekappt. Ne? Der Verein ist jetzt nur noch per Fax zu erreichen. Aber wenn, dann muss es in Köln auch konsequent durchziehen. Ne? Für den Hennes ist jetzt wer dran? Der Grotifant. Nur noch schwindelig von der Scheiße, ey. Stefan! Wenn du deinen Gegner jetzt schon am Trikot ziehst, dann tausch doch gleich! Ja, und bei der Eintracht, Adi Hütter wird jetzt neuer Fohlenflüsterer in Gladbach. Ne? Eintracht jetzt mal erstmal ohne Coach. Wobei, Markus Söder hat schon gesagt, hier, ich mach das. Adi, der Fohlenflüsterer. Ne? Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Ein Sattelschlepper. Ja, und beide Teams spielen am Wochenende gegeneinander. Praktisch, ne? Kann der Hütter eine Halbzeit Gladbach coachen und eine Halbzeit die Eintracht. Jetzt ist die Eintracht in der Champions League und die hauen alle ab. Ich schnall das nicht. Das ist wie bei meiner Hochzeit mit meinen Gudrun. Ne? Nur weil ich auf die finale Frage vom Pfarrer gesagt habe, ja gut, wenn es sein muss. Hermann, warst du schon mal dick im Geschäft? Ja? Als du Schotten warst, ne? Ja, und Zlatan Ibrahimovic hat ja jetzt eine Rolle in dem Kinofilm, ne? Bei Asterix und Obelix spielt er den Antivirus. Ja, ist klar, ne? Wenn der Zlatan den PC betritt, dann verlassen alle Programme freiwillig den Computer. Ich hab mir schon überlegt, ey. Mein Hermann im Asterix und Obelix-Film. Was spielt der denn für eine Rolle? Knorfix für Geschnetzeltes? Kevin! Dein Niveau auf dem Platz, da sagen selbst die Promis unter Palmen, Chapeau, da kommen selbst wir nicht mehr drunter. Ja, und auf Schalke, ne, da packen sie nach dem zweiten Saisonsieg tatsächlich nochmal den Rechenschieber aus. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ja, wie ein Mathematiker auf dem Blind Date, ne? Rechnen mit einer Unbekannten. Also in dem Falle der Relegation. So, jetzt Rechenaufgabe. Schalke hat 13 Punkte geholt. 18 sind noch im Topf. Das heißt, die Gramozis-Truppe kann maximal auf 31 Punkte kommen. 27 reichen eventuell zum Klassenerhalt mit Relegation und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt kommt die Rechenaufgabe. Zwei Frösche wandern durch die Wüste. Ne? Der eine ist dünn, der andere ist grün. Frage, wie viel wiegt die Palme, wenn es regnet? Richtig, Schalke 04. Christian, wie du mit dem Ball umgehst, ne? Heirate doch am besten einen Delfin. Dann könnt ihr in die Flipper-Wochen.